Hallo, bewohnen für Susi. Thema diesmal ist immer noch Fahrleitungsbau, speziell der Aufbau eines Quertragwerks. Ich kann das jetzt an einem praktischen Beispiel direkt zeigen, denn bei der Vorbereitung des Videos vom letzten Mal hatte sich gezeigt, dass dieses Quertragwerk hier, das hatte ich falsch aufgebaut. Und zwar, das ist ja hier von Bauform Richtsalz spannungsführend und ich hatte das als isoliert aufgebaut. Und deswegen kann ich das jetzt hier von vorne bis hinten einmal vorführen. Ich habe das Baufeld bereits freigemacht und dann können wir direkt starten. Wenn man, was absolut zu empfehlen ist, bereits im Gleisplaneditor sich die Maststandorte markiert hat, dann hat man hier diese Ankerfähnchen zur Verfügung, die erstens dafür sorgen, dass der Mast an der richtigen Stelle steht, zweitens auf der richtigen Höhe zum Gleis und drittens in die richtige Richtung schon zeigt. Wenn man faul gewesen ist und gemeint hat, dass man das nicht braucht, dann kann man Masten natürlich auch aus der freien Hand platzieren, muss dann allerdings insbesondere sich mal eben über die Höhe klar werden. Es gibt dann zwei Möglichkeiten, entweder aus dem nächstgelegenen Streckenelement, da mal eben reinschauen, 163,0 und etwas. Oder dass man dann in der Nähe des Maststandortes mal eben auf die Schiene klickt, auf die Schienenoberfläche. Und dann hier abliest, 162,94. Als nächstes brauchen wir jetzt die Höhe von diesen beiden Turmmasten hier. Es mag Leute geben, denen zeigt man einen Turmmast und die sagen sofort spontan und fehlerfrei 14 Meter, 16 Meter, 11 Meter. Ich kann das nicht. Ich liege jedenfalls häufiger dann doch mal um eine Mastgröße daneben. Und deswegen mache ich es so, dass ich dann immer diesen Winkel hier messe zwischen diesem Seil hier und dem Masten hier. Und dann baue ich das Quertragwerk ein paar Mal zur Probe auf. Ich habe natürlich dann schon eine Vermutung, welche Mastgröße wohl in etwa passend sein wird bei so einer dreigleisigen Strecke hier. Das wird entweder der 11 Meter oder der 12,50 Meter Mast sein. Und wenn dieser Winkel dann in Susi auch so auf so 2 Grad oder so plus minus hinkommt, dann habe ich die richtige Mastgröße. Wenn man das hier durchführt, dann kommt hier raus, es handelt sich um 11 Meter Masten. Und dann kann ich sagen, durch Rechtsklick auf diesen Ankerpunkt importieren und den 11 Meter Mast importiere ich mir. Den Haken an Anker importieren muss man jetzt hier wegnehmen, denn der würde dazu führen, dass der erste in der Mastdatei hinterlegte Ankerpunkt, der würde dann zur Deckung gebracht werden mit diesem Import-Ankerpunkt. Und dann würde der ganze Mast im Erdreich stecken, weil der erste Ankerpunkt in der Mastdatei, der ist irgendwo oben da an der Mastspitze. Man braucht diese Funktion an Anker importieren allerdings bei verschiedenen anderen Fahrleitungsbauteilen, zum Beispiel Ausleger an Standardmasten oder Mastschalter und ähnliche Teile. Aber bei Turmmasten eben halt nicht, da muss das hier weg. Man sieht übrigens auch 162,94, das war schon ganz gut geschätzt hier. Das hatten wir eben ermittelt durch Anklicken der Schiene. So kommt man also auch zurande. So, okay. Und dann noch einmal Import an Ankerpunkt, wieder ein 11-Meter-Mast. Jawohl. Eine rhetorische Frage. Woher weiß ich denn jetzt, dass diese beiden Masten jetzt richtig rumstehen? Weil die Ankerpunktbelegung ist ja, wie man hier sieht, offenbar nicht an beiden Seiten gleich. Also, wenn die zum Import genutzten Fähnchen vom zu überspannenden Gleis wegweisen, so wie jetzt hier und hier, dann ist sichergestellt, dass auch die Turmmasten richtig rumstehen. Die Fähnchen wiederum orientieren sich an dem im Gleisplaneditor hinterlegten Höhenprofil, was man ihnen zugewiesen hat. Dieses hier sind die beiden durchgehenden Hauptgleise und hier in der Mitte hatte ich das Höhenprofil angelegt. Und ein links vom Höhenprofil stehendes Fähnchen, das orientiert sich dann nach links rüber und ein rechts davon stehendes nach rechts rüber. Und damit ist dann sichergestellt, dass die Masten auch dann richtig rum importiert werden. Und man kann es dann auch nochmal prüfen, indem man hier oben dann klickt. Und wenn der Ankerpunkt QTW Tragseil in Richtung der Gleise zeigt, dann ist es richtig rum. In größeren Bahnhöfen hat man ja manchmal dann Turmmasten, die als Mittelmast fungieren. Das heißt, hier ist dann direkt das nächste Quertragwerk angebaut. In solchen Fällen würde man dann erstmal den Mast passend drehen für den Aufbau des ersten Quertragwerks
Und dann würde man ihn um 180 Grad danach dann drehen, hier mit dieser Funktion, für den Aufbau des nächsten Quertragwerks. Okay, so, jetzt geht's mal so langsam zur Tat. Landschaft erstellen, Fahrleitungsmodus. Registerkarte Quertragwerke. Im Moment gibt es nur ein einziges Quertragwerks-Plugin. Kann sein, dass das demnächst dann noch mehr werden. Vielleicht sind für Auslandsbauprojekte in fernen Ländern weitere Plugins dann erforderlich. Oder jemand sagt, das, was Carsten Hölscher da programmiert hat, ist alles Mist, ich kann es besser. Aber im Moment hat man eben nur ein einziges Plugin hier zur Auswahl. Jetzt muss man mal eben mit sich selber übereinkommen, dass man sich auf eine Baurichtung einigt, die man zweckmäßigerweise dann auch in dem gesamten Streckenmodul durchhält. Es ist nämlich nicht egal, ob dieser Mast jetzt hier als Anbaupunkt A fungiert und der dann B ist, oder ob das hier A ist und das B, weil dann die Abstands- und Radiuswerte, die ergeben sich dann mit anderen Werten jeweils. Für das Modul Obernjeser habe ich mich dann so entschieden, dass der Mast entgegen der Kilometrierungsrichtung links, das ist also diese Blickrichtung hier, der linke Mast ist immer A und das hier ist immer dann B. So, jetzt hat das Plugin hier schon mal die Abstandswerte und die Radien ermittelt. Diese Werte hier beziehen sich jetzt, das sind die Lagen der Gleismitten. Radien haben wir hier keine, weil die Strecke ist hier schnurgerade. Überhöhung haben wir hier gerade auch nicht. Entsprechend macht er dann Vorschläge zur Bauart der Seitenhalter. Er kann jetzt natürlich nicht wissen, ob man jetzt zickzackmäßig jetzt hier einen rechten oder einen linken braucht. Da macht er einfach irgendwas. Muss man dann eben passend hindrehen. Falls man also feststellt, dieses Quertragwerk hat bereits einen rechten Seitenhalter und das nachfolgende auch, dann muss dieses hier logischerweise natürlich dann nach links zeigen. Ist jetzt hier dann nicht der Fall. Zweitens macht er dann aufgrund der Radien hier einen Vorschlag für die Bauform. Und auf gerader Strecke würde man normalerweise ein Quertragwerk mit Richtseil isoliert aufbauen. Wie wir jetzt hier gesehen haben, ist es hier aus irgendeinem Grund anders. Ich kann nur spekulieren, dass es vielleicht hier daran liegt, dass das ein bisschen eng hier ist, hier oben. Warum auch immer. Keine Ahnung. Jedenfalls, ich nehme jetzt mal hier diesen Vorschlagshaken weg und ändere das mal auf Richtseil spannungsführend. Und jetzt gucken wir mal, was dann jetzt kommt, wenn ich jetzt auf Ausführen klicke. Dann sieht die Sache jetzt so aus. Bei diesen Standardseitenhaltern ist jetzt das Tragseil dann windschief über dem Seitenhalter, sodass sich hier eine deutliche Schräglage ergibt. Das ist jetzt hier beim Vorbild offenbar so nicht der Fall. Hier ist das Tragseil ziemlich senkrecht über dem Fahrdraht angebracht, sodass ich jetzt mal alle Seitenhalter hier auf Rechtskurve erstmal ändere. Zweitens brauchen wir jetzt zusätzliche Ausfädelungen, nämlich eine hier und eine hier. Dass wir die brauchen, kann das Fahrleitungsplugin natürlich nicht selber erraten und deswegen müssen wir die jetzt von Hand eintragen. Gehe ich also bei und füge hier mal eine Zeile ein bei 3,70 m. Radius, das hier steht für unendlich und man gibt dann hier zweimal klein o ein. Und ich sage Linkskurve Standardseitenhalter, weil wir haben ja hier die Besonderheit, dass die Ausfädelungen sich unter dem unteren Richtseil hier befinden. Wenn ich hingegen jetzt in SUSI hätte ich ja auch noch die Möglichkeit, hier linke oder rechte Ausfädelungen einzubauen. Das sind dann allerdings Bauteile, die positionieren den Fahrdraht dann hier oberhalb des Richtseils. Und deswegen mache ich es so, dass ich jetzt hier erstmal einen Linkskurve-Standardseitenhalter einbaue und den dann später austausche gegen einen Re75-Seitenhalter, der dann als Double für dieses Ausfädelungsbauteil einspringt. So, hier auch noch, ich sage mal 8,30 m, so aus der freien Hand geschätzt, nochmal Rechtskurve. Überhöhung haben wir hier keine vorliegen. Und jetzt würde ich das, was wir hier jetzt so uns ausgedacht haben, erst einmal sichern durch Rechtsklick, speichern in CSV-Datei.
Ich habe hier ein Verzeichnis, da habe ich mir sämtliche Quertragwerke des Streckenmoduls dann abgespeichert. Genau, und das hier ist jetzt das, um was es geht, 239023. Ich benenne die also immer hier nach der Kilometrierung der nächstgelegenen Streckenelemente. Es kommt da ja nur so auf 80 Meter Genauigkeit an. Ist also nicht erforderlich, auch wenn das jetzt hier metergenau aussieht, so ganz präzise ist das überhaupt gar nicht. Wenn da ein Streckenelement liegt, dann benutze ich das und lese da halt den Kilometrierungswert ab. Es kann allerdings durchaus sein, dass das irgendwie mal 10, 20 Meter abweicht. Darauf kommt es aber auch gar nicht an. Wichtig ist ja nur, dass ich das im Bedarfsfall wiederfinde, wenn ich so ein Quertragwerk einmal abreißen muss und nochmal neu aufbauen muss. Jo, bitte ersetzen. Und jetzt machen wir diesen Bau hier erstmal rückgängig. Wieder A und B. Und jetzt laden wir uns unsere gespeicherte Datei. Und ich sage wieder ausführen. Jetzt haben wir dieses Rohquertragwerk hier. Hier sind jetzt noch ein paar Isolatoren zu viel und hier ist die Kettenlinie noch ein bisschen unsachgemäß ausgeführt. Das werden wir nachher dann ganz kurz und knapp korrigieren. Jetzt geht es allerdings erstmal um die Lage der Seitenhalter. Also dieser hier gefällt mir hier schon ganz gut. Das ist also dieser zusätzliche Ausfädelungsseitenhalter. Und bei diesem hier, da bin ich allerdings jetzt der Meinung, dass hier dieser Abstand zwischen den beiden Isolatoren, der ist ein bisschen groß geraten. Das scheint mir hier etwas näher beieinander zu liegen. Das zweite, woran man denken sollte, wenn man jetzt hier von Hand irgendwelche Werte eingibt, die beziehen sich ja auf die Gleismitte. Und bei einem rechten Standardseitenhalter, wenn man hier 3,68 Meter eingibt, dann liegt der 40 cm links davon. Und wenn man hier 3,68 eingeben würde und dann einen linken Standardseitenhalter wählen würde, dann würde der 40 cm links von der Gleismitte zu liegen kommen. Ein Seitenhalter mit Abstand 3,70 Meter würde also so etwa 2 cm sich bereits außerhalb des Arbeitsbereichs des Stromabnehmers sich befinden. Bei einer Ausfädelung ist das jetzt erstmal kein großes Problem, wenn das allerdings ein tatsächlich, wo dann der Fahrdraht dran arbeiten soll, so ein Draht ist, dann wäre das also bereits außerhalb des Arbeitsbereichs und eigentlich dann so unzulässig. Dieser ganze Ansatz, hier den Abstand der Gleismitten vom Anbaupunkt A anzugeben, hat allerdings den Vorteil, ich kann sehr einfach dann hier so einen rechten Standardseitenhalter zu einem linken machen. Und es ist dann sichergestellt, dass der dann sich im Arbeitsbereich des Stromabnehmers befindet. So, ich muss das mal eben wieder rückgängig machen. Rechtskurve war schon ganz gut. Aber ich sage jetzt mal hier, wir gehen jetzt mal auf 3,4. Speichere mir das wieder ab. Rückgängig und A und B und wieder einladen. Und jetzt alles nochmal. Jo, damit kann man weiterarbeiten, denke ich. Jetzt werde ich erstmal die überzähligen Isolatoren hier weglöschen. Datei löschen. Den kill ich auch. Dann tausche ich als nächstes hier die Seitenhalter der Ausfädelungen. Re75 Einzelteile, QTW-Seitenhalter Re75. Dieses Nebengleis hat auch einen Seitenhalter in Re75 Bauform. Und den hier auch noch tauschen. Jo. Jetzt wäre noch hier die Kettenlinie zu korrigieren. Das kam jetzt zustande, da wir jetzt relativ bauernmäßig hier in der Abstandsliste rumgepfuscht haben. Ich lade das nochmal eben hier rein, damit wir das sehen.
Also grundsätzlich sollen die Abstände hier durchaus in aufsteigender Reihenfolge sein. Es steht allerdings nirgendwo geschrieben, dass das zwingend so sein muss. Und manchmal muss man eben dann hier so ein bisschen, dieser Wert ist also kleiner als dieser hier, mit solchen Methoden arbeiten. Wenn man feststellt, dass dadurch sich hier oben die Seile völlig verdrehen und verdrillen und das Ganze völlig deformiert dann aussieht, dann muss man allerdings in die Sortierung eingreifen. Dann müsste man hier sagen, Zeile einfügen und die 3,40 m dann hier oben eben einkonfigurieren, um der Quertragwerks DLL mittels korrekter Sortierung ein bisschen auf den Sprung zu helfen. In diesem Fall hat es jetzt eigentlich auch ohne Sortierung ganz gut funktioniert. Wir müssen nur noch das hier korrigieren. Dazu aktiviert man sich mal eben hier den Punktauswahlmodus. Und dann klickt man hier so einen Punkt an. Und erfahrungsgemäß ist es so, dass so 40 cm jetzt in Z-Richtung, in negative Z-Richtung, dann kommt dieser Draht hier an der richtigen Stelle zu liegen. Minus 0,4. So, das sieht jetzt erst noch ein bisschen wild aus, solange bis wir alle Punkte hier oben bearbeitet haben. Jo. Damit ist jetzt auch die Kettenlinie hier einigermaßen einwandfrei. Und ich finde, dieses Quertragwerk kann man jetzt so stehen lassen. So sieht es gut aus. Zusys Fahrleitungsbaufunktionen hier in diesem Menü, die sehen zwar vielleicht ein bisschen abschreckend ingenieurmäßig aus. Ich habe allerdings letztens mit jemandem gesprochen, der Paver-Add-ons für den Simulator von DTG baut, RailWorks, und der fand die Zusi-Lösung hier sehr luxuriös. Also auch bei RailWorks können sie schöne Quertragwerke bauen, die sehen vielleicht in einigen Fällen sogar schicker aus als hier bei Zusi. Aber das ist dort alles viel, viel mühseliger als in Zusi 3 und die Fallhöhe bei Baufehlern, die ist in RailWorks auch viel höher. Also wer in Zusi ein Quertragwerk verhaut, sodass er das dann abreißen und neu bauen muss, der ist so in 10 Minuten oder so ist er dann schätzungsweise dann fertig, dann ist der Fehler ausgebügelt. Im Train-Simulator unter 2 Stunden, meinte der Kollege, geht eigentlich überhaupt nichts, wenn man dort ein Quertragwerk abreißen muss. Und das überlegt man sich dann wirklich, ob das denn tatsächlich jetzt sein muss, insbesondere wenn man eben als Payware-Autor gegen die Uhr arbeitet. Zum Abschluss habe ich jetzt noch einen Nachtrag zu dem Video vom letzten Mal. Da ist mir nämlich noch was durchgegangen, was Interessantes. Und zwar hier, die Aufhängung hier, die entspricht ja irgendwie keiner bekannten Bauart. Es ist weder Richtsaal spannungsführend, wo der Isolator dann hier oben wäre, noch Richtsaal isoliert, wo er dann hier unten wäre. Stattdessen sind hier irgendwie zwei Isolatoren angebracht. Es handelt sich hier um einen Festpunkt im Quertragwerksbereich. So sieht der dann also aus. Hier ist der Fahrdraht also dann befestigt und dann irgendwo ganz weit da hinten gibt es also dann ein Spanngewicht aus Beton, was dann am Fahrdraht zieht und in die andere Richtung hier genauso. Solche QTW-Festpunkte lassen sich in Zusi derzeit nicht nachbilden, weil den Fahrleitungs-Plugins fehlen dafür die Baufunktionen. Allenfalls könnte man im Moment mit großer händischer Fummelei irgendwie Isolatoren auf das Tragseil auffädeln, passend ausrichten, dann würde das gehen. Vielleicht programmiert mal irgendwann jemand ein Plugin, was das dann kann. Ich sehe jedenfalls keine grundsätzlichen Probleme, warum das zukünftig nicht gehen sollte. Ich fände es jedenfalls cool, wenn man auch in Quertragwerken Festpunkte einrichten könnte. Jo, das war's. Ich habe fertig. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns demnächst auf dieser Welle. Tschüss.